Tag der Entscheidung für Familie Volz. Es geht auch um die Existenz des Familienbetriebs. Und junge Rennpferde verkaufen heißt Abschied nehmen. So, komm mal her. Nastassja Volz macht sich Sorgen um ihren Liebling, Valcapo. Mein Freund. Das Renngeschäft kann brutal sein und er ist sehr sensibel. Und so vom Charakter her, was mögen Sie an Valcapo? Ja, dass er so empfänglich ist, ne? Für Menschen einfach, dass er sich so gut auf einen einstellen kann. Also er arbeitet unheimlich gerne mit und er ist einfach der Kleinste hier und gibt sich die meiste Mühe. Er ist, ja, strengt sich immer an. Es ist für uns ein Geschäft, aber das Herz kann man ja auch nicht ganz ausschalten. Also ist schon spannend, wo es dann hingeht für die Pferde und da wünscht man sich natürlich auch jetzt einen guten Platz für ihn. Ein möglicher Käufer. Ist das Pferd sein Geld wert? Stimmt da alles? Die Bewegung, der Schritt des Pferdes, den Ausdruck von den Augen her, so wie es sind. Dann schaut man natürlich, ob die Hoden auch herunter sind, ob da alles passt. Dann gucke ich natürlich oft, ob er Überbeißer ist. Jeder hat einen eigenen Geschmack, so wie bei den Frauen. Und deshalb ist es halt so, dass man eben, wenn ein Pferd rauskommt, dann sagt man manchmal, wow, und der geht da los und dann sagt man super. Ist doch gut. Jetzt ist Valcapo nur noch eine Nummer. Wird der Kleine auf dem großen Laufsteg untergehen? Ist er aufgeregt gerade? Ja, er merkt auch, dass es jetzt gleich losgeht. Und wie verschönert man ihn jetzt noch in so einem Moment? Ja, man macht ihn jetzt noch die Hufe schön, dass es halt einfach schick aussieht. So ein bisschen wie Nagellack beim Menschen halt. Für den sensiblen Valcapo ist das ganz schön viel auf einmal. Ja, er zeigt sich hier jetzt nicht von seiner besten Seite, aber ist halt ein lebhaftes Kerlchen. Und ja, ich denke, das ist jetzt mit den Lautsprechern. Es sind auch einige Pferde drumherum ein bisschen aufgeregt und das ist was ganz Normales. Also das kommt immer wieder vor. Nur noch wenige Momente. Die Gebote schaukeln sich hoch. Hier entscheidet sich die Zukunft der Pferde und die der Familie Volz. Auf einmal ist Valcapo ganz schüchtern. Moment der Wahrheit, oder? Ja, also jetzt ist die Aufregung schon ziemlich hoch. Gucken Sie jetzt hin aufs Pferd, auf die Leute? Ja, eigentlich abwechselnd. Ja, was passiert oben und wo kommen eventuelle Gebote her, ob man das zuordnen kann? Das ist jetzt mal interessant, müssen wir jetzt mal gucken. Wo ist er dann? Bei wem geht das? 17.000 für Valcapo, nur knapp über Mindestpreis. Ja, ist natürlich, wenn es so knapp darüber liegt, immer ein bisschen traurig. Ich muss jetzt mal gucken, wo es hingeht. Ich kann gar nicht zuordnen, wo der Verkauf hingegangen ist. Das damit steht und fällt jetzt, ob man glücklich oder unglücklich ist im Prinzip. Der Mann, der jetzt unterzeichnet, den kennen wir nicht. Das ist wahrscheinlich ein Ausländer. Jetzt muss man nachher mal sehen, was für ein Name dahinter steckt. Kennt ihr den? Wer ist das denn? Keine Ahnung, muss man recherchieren. Valcapo hat Glück, bleibt in Deutschland. Er geht nach Hannover in einen sehr erfolgreichen Stall. Also ich zumindest bin mega erleichtert. Das Geld ist auch nebensächlich. Ich meine, klar, es ist immer schön, wenn es viel gibt, aber in dem Fall ist es sehr wertvoll für uns, dass er hier bleibt. Und ja. Von uns kostet jetzt die Mühe. Hallo. Hallo, sind Sie die neuen glücklichen Besitzer? Ja, genau. Freuen wir uns. Ja. Sorge, dass es irgendwo eine Richtung geht, wo wir ihn vermissen. Und erlauben vielleicht die neuen Besitzer, dass die Alten auch mal zu Besuch kommen? Auf jeden Fall. Jederzeit. Wenn er sich freut, fühlt er sich wohl, haben wir auch was von. Gut, dann Hals und Bein, würde ich sagen. Ja? Wir sehen uns sicherlich. Danke, auf jeden Fall. Danke. Und dir auch, danke. Nastassja Volz fällt der Abschied schon ein bisschen schwer. Aber das gehört eben dazu. Danke.